Königin Camilla, sie trauert ihren guten Freund. Königin Camilla, 75, trifft am heutigen Mittwoch gemeinsam mit König Charles, 74, in Berlin ein. Doch kurz zuvor ereilte sie eine schreckliche Nachricht, ihr guter Freund Paul Ogerdi ist am Dienstag, 28. März, im Alter von nur 67 Jahren gestorben, wie sein Ehemann André Portasio bekannt gibt. Mit großer Traurigkeit teile ich Ihnen mit, dass Paul Ogerdi gestern Abend unerwartet, aber friedlich verstorben ist, heißt es in dem Statement, das unter anderem The Guardian vorliegt. Er wird von seinen Lieben, Freunden, der Familie, den Tieren und allen, die seinen Humor, seinen Witz und sein Mitgefühl genossen haben, sehr vermisst werden. Anführungszeichen. Paul Ogerdi wurde in den 1990er Jahren als kultige Drag Queen Lily Savage berühmt und moderierte später die Spielshow Blankety Blank sowie andere Unterhaltungssendungen. Der Schauspieler und Komiker widmete sich im TV schließlich seiner größten Leidenschaft, seiner Liebe für Tiere, in dem Format Paul Ogerdi, For the Love of Dogs. Durch diese lernte er auch Camilla kennen und aufgrund der gemeinsamen Hundeliebe entwickelte sich schnell eine Freundschaft. Erst im vergangenen Jahr sagte Ogerdi laut Daily Mail über seine royale Freundin, Camilla ist eine wirklich witzige Frau, man kann mit ihr viel lachen und hat nicht das Gefühl, dass man bei einem formellen Anlass ist. Ich bekomme auch immer eine große Umarmung und einen Kuss von ihr, was immer alle schockiert. Anführungszeichen. Königin Camilla soll wegen des Verlustes tief betrübt sein, wie Royal Reporter Richard Balmer via Twitter mitteilt. Es werde erwartet, dass sie seiner Familie ihr Beileid aussprechen wird. Herzogin Meghan, 41, und Prinz Harry, 38, sollen laut Medienberichten die neuesten Mitglieder eines exklusiven Privatclubs in Los Angeles sein. Eine Mitgliedschaft im San Vicente Bungalows Club, der dem Hotelier Jeff Klein gehört, soll bei rund 3.900 Euro im Jahr liegen. Der mondäne Hotspot liegt in West Hollywood und somit rund 4 Stunden Autofahrt von ihrem Haus in Montecito entfernt. Nur wenige Stunden, nachdem König Charles sie aufgefordert hatte, das Frogmore Cottage, ihr Zuhause in Großbritannien, zu räumen, hatte man das Paar dort gesichtet. Meghan trug demnach beim Aussteigen aus dem Auto einen Mantel von Carolina Herrera und schwarze High Heels von Christian Dior. Ihr Liebster kombinierte Jeans und Wedjacke. Ich denke, es war definitiv ein Statement, das am Abend der Frogmore Nachrichten kam, mutmaßte ein Clubmitglied gegenüber Page Six. Harry und Meghan hätten bewusst nicht den versteckten Geheimeingang genutzt, da in dem Privatclub weitaus größere Berühmtheiten verkehrten. Das Paar soll sich mit anderen Gästen wie Kate Hudson, 43, unterhalten und viele Gerichte bestellt haben, die es kaum anrührte. Catherine, Princess of Wales, 41, begeistert bei öffentlichen Auftritten nicht nur mit ihrer sympathischen und nahbaren Art. Auch mit ihren eleganten Looks ist sie stets ein Hingucker. Bereits seit Jahren gilt die Frau von Prinz William, 40, als royale Stilikone. Zudem ist ihre Haut strahlend und ihr Haar immer perfekt gestylt. Als ein Fan ihr dies einst mitteilte, war ihre Reaktion allerdings überraschend. Als Kate und William 2017 in Polen waren, machte sie in der Nähe des Präsidentenpalastes in Warschau einen kleinen Spaziergang, um die Menschenmenge vor Ort zu begrüßen. Unter ihnen sei Magda Mordacker gewesen, wie Mirror berichtet. Die Studentin habe sich sehr auf die Ankunft der Royal gefreut und schließlich auch ein Pläuschchen mit ihr gehalten. Als Magda der heute 41-Jährigen sagte, dass sie schön und perfekt sei, habe Catherine freundlich abgewunken und prompt geantwortet, das ist nur das Make-up. Wie herrlich sympathisch. König Charles, 74, organisiert die royalen Unterkünfte um, nachdem Prinz Andrew, 63, gebeten wurde, die Royal Lodge zu verlassen und Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41,
aus Frogmore Cottage rausgeworfen wurden, muss nun auch Queen Elizabeths 96, enge Vertraute Angela Kelly, 65, um ihr Zuhause fürchten. Wie Daily Mail berichtet, müsse sie ihre bescheidene Doppelhaushälfte auf dem Windsor Estate innerhalb weniger Wochen räumen. Und das, kurz nachdem die Stylistin der verstorbenen Monarchin von Charles zum Commander of the Royal Victorian Order ernannt wurde. Man hat ihr gesagt, dass sie bald ausziehen muss. Es ist ein nettes kleines Haus auf dem Windsor Estate und es war praktisch, um ihren Enkel zu sehen, der in der Nähe aufs College ging. Aber der König hat deutlich gemacht, dass die Menschen unter der neuen Herrschaft Abstriche machen müssen. Der König hat eindeutig nicht die Angewohnheit, denjenigen, die nicht mehr für die Monarchie arbeiten, eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. So eine Quelle gegenüber der britischen Publikation. Zudem sei Angela Kelly, die beinahe 30 Jahre für die Queen arbeitete, im Palast nicht unbedingt beliebt. Sie sei für ihr aufbrausenden Temperament bekannt, sei gegenüber Mitarbeitenden in der Vergangenheit forsch gewesen. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, Daily Mail Co. UK, Mirror Co. UK, Page6.com, TheGuardian.com.